Hallo, Mr. Kennedy? Ja, Robbie oder Bobby. Hey, ja, gut, dass du da bist. Prima, hier ist der Rainer. Du erinnerst dich, der aus Berlin mit der Rede. Großartige Rede übrigens. Robbie, pass auf, Bobby, ich habe da ein Problem. Ich brauche eine Sammelklage in den USA auf Schadensersatz gegen Drosten, Wieler und die WHO. Ja, genau, Class Action Suit. Richtig, ich habe Geld gesammelt, ich habe über 1400 Rechnungen gestellt, über 800 Euro und einige von den Leuten haben tatsächlich bezahlt, weil ich habe denen gesagt, wenn wir eine Sammelklage machen, ja, in Amerika eine Sammelklage, dann können wir die irgendwie auch nach Deutschland bringen und dann wird die Pandemie beendet sein, wenn wir nur nachweisen, dass der Wieler und der Drosten sich das alles nur ausgedacht haben mit diesen PCR-Tests und dass auf dieser Grundlage die ganzen Maßnahmen verhängt sind, weiß ja, die sind ja sowieso totaler Quatsch. Und da brauche ich jetzt eine Sammelklage. Hast du eine Sammelklage für mich? Keine Sammelklage. Irgendwas Ähnliches. Acht Leute. Acht Schulkinder. Ja, das ist immerhin schon mal etwas. Also, es ist, eine Sammelklage geht nicht. Also gut, dann halt eine Klage. Aber immerhin eine Klage. Das haben wir dann schon. Und geht die auf Schadensersatz für Unternehmen? Schulöffnungen. Kein Schadensersatz. Naja, gut. Und Unternehmen sind das auch nicht. Eltern in New York. Okay. Aber gegen Drosten und die WHO auch nicht. Gegen den Staat New York. Naja, okay. Aber kann man damit nachweisen, dass die PCRs Täuschungen waren? Auch nicht. Dass die PCRs viele Falsch-Positive erzeugen. Okay, immerhin. Aber PCR kommt drin vor, oder? PCR. Immerhin. Die nehme ich. Und wann hast du die eingereicht oder wann wirst du die einreichen? Ach, die hast du schon längst eingereicht. Ah, prima, dann schick mir doch einfach eine Kopie und dann kann ich den Leuten sagen, ich habe mein Wort gehalten. Größtenteils.